Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu der weiteren Folge von Hitman Agent 47 2016. In der letzten Folge waren wir genau hier vor unserer Abschlussprüfung stehen geblieben. Das ist eine nachgestellte Szene aus dem Jahre 1979, tut mir leid. Unser Ziel ist es, den Jasper Knight zu eliminieren, der sich da hinten befindet. So, wir schauen mal, ob wir ganz klassisch durch den Vordereingang reinkommen. Ich denke eher weniger, aber wir versuchen es mal. Sorry, but hey, pal, you can't be here. Warum erwischt? Hey, you have a good day, sir. Or night. Okay, I'm gone. You're not looking at me. You're not looking after me. You're not looking after me. And there, you see, that is what I'm talking about. This is what I'm talking about. Warum leuchtet das denn? It's on the clipboard. Look. Wir müssen echt die ganze Liste durchgehen. Wir beschleunigen den untrainierten Aircraft Mach 3. Yeah, I kind of think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Gelegenheit entdeckt. Möchten Sie diese Gelegenheit verfolgen? War das jetzt mit dem Jet? Ja, nehmen wir einfach mal. F1 drücken. Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet. But first, he needs to test the jet's safety features. Okay. Huh. Say you could somehow tamper. Oh, Schleudersitz. Das klingt doch mal richtig interessant. That might just work. Das klingt doch tatsächlich richtig interessant. Oh, bin ich gehypt. Was ist das? Das ist ein Hammer. Ein Hammer kann man immer gebrauchen. Und auch gut zu verstecken, sieht man nicht. Perfekt. Kommen irgendwo rein. Da oben. Können wir klettern. Überwinden. Perfekt. Keiner hat uns gesehen. Schnell in die Deckung. Zack. Rennen wir schnell rüber. Und sitzt hier dieser Kollege ganz schön langsam. Und zack. Q drücken. Und zack. Weg ist er. Schnell mal ihn verkleiden. Wir nehmen natürlich den nochmal das Körper. Den Körper stellen wir nochmal schnell in die Kiste rein. Müssen wir beseitigen, beziehungsweise verstecken. Wir wollen nämlich keinen Ärger. So, hier haben wir nochmal unsere Pistole irgendwo da. Die Bartoli nehmen wir auch. Verstecken sie schön. Und okay, wenn ich renne, passiert nichts. Ich renne also schon mal, weil den Weg können wir uns ersparen. Was sagt die Aufgabe? Untersuchen Sie das Sicherheitsprotokoll des Jets. Was ist das denn? Rattengift. Nehmen wir doch direkt mit. Obwohl. Okay. Obwohl wir dann jetzt sowieso die Variante jetzt mit dem Schleudersitz nehmen, deswegen werden wir Rattengift nicht gebrauchen, aber lieber haben wir es dabei. Verkleiden sich als Flugzeugmechaniker. Informationen einsehen brauchen wir nicht, weil da hinten leuchtet schon unsere Glühbirne. Ich würde sagen, hier in der Nähe gibt es keinen, den wir uns hier haben können. Zack. Schleichen wir uns da rein und überwinden wir unseren Mechaniker auch mal im Team. Zack. So einfach. Wir verkleiden uns schnell. Irgendwo eine Kiste. Da nicht. Da, genau. Okay. B. Ziehen. Beseitigen. Und Türe schließt. Hier hat er noch was geleuchtet. Da, was ist das? Ah, ein Schraubenschlüssel. Den kann man immer wieder gebrauchen. Schraubenschlüssel verstecken. Und dann nochmal schnell zum Jet rüber. Was sagt er hier? Now to set the trap. Jetzt führt the ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Was brauchen wir denn? Wir brauchen noch einen Schraubenschlüssel, oder? Schraubenschlüssel haben wir doch. Ja, haben wir doch. Geht doch. Gelegenheit genutzt. So, gibt es überhaupt jemanden, der uns entdecken kann? Jasper ist da oben. Da. Achso, der schraubt da eh rum. Das ist ja egal. So. Wir haben das jetzt gemacht. Was machen wir jetzt? Warten oder was machen wir jetzt? Den Test haben wir jetzt schon gemacht. Ist irgendwas, was hier noch leuchtet? Also alles ansonsten so gelblich. Ich gehe mal einfach mal zum Jasper, weil wir müssen ja eigentlich den Test logischerweise mit Jasper machen. Das heißt, wir brauchen ihn ja. Hello there. How's the mechanic today? Der hat mir gerade nicht echt geantwortet, oder? Okay. Some kind of strange, but somehow. Jasper Knight, where are you? There are you. Oh, wird auch noch bewacht. Ich kann sogar direkt ansprechen. We gotta go over the safety protocol. Ah, perfekt. Follow me, please. Perfekt. Ach.
Must we really? Ja, kommen Sie bitte mir einmal nach, Sir. Unten links auf der kleinen Minimap sehen wir, dass der Jasper noch hinter uns ist. Immer auf ein Auge auf ihn werfen. Er soll nämlich nicht verschwinden, zumindest uns verlieren aus den Augen. So, Jasper, kommst du? So, du bist jetzt unten. Schön, du kommst. Das ist ja wunderbar, Jasper. Warum musst du rennen? Egal, kannst ruhig rennen. So, Jasper. Bitte nimm Platz. Oder? Jawohl. Geh gedrückt halten. Climb in the cockpit, please. Ja, ganz schön ängstlich, der Jasper. Und dann fliegt er noch mit dem Kampfjet. So, E, Sicherheitsgurt anlegen. Strap yourself in. Okay. All strapped in. Nice. Schleudersitzhebel finden. Step 2. Locate the ejector seat handle. Yes, found it. Nice. Schleudersitzhebel ziehen. Ich glaube, jetzt beginnt die Action, oder? Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Oh, ist das laut bei mir in den Ohren. Ist das laut gewesen, ey. You did it. Aber wieder geflogen ist, ey. Wieder geflogen ist, Mensch. Eliminieren Sie Jasper Knight. Check. Suchen Sie einen Ausgang. Klemmbett hinlegen. Wo ist hier unser Ausgang? Da ist der Ausgang. Ist wahrscheinlich genau derselbe Weg, wo wir gekommen sind. Mechanic is nothing up. Können wir rennen, ohne dass uns hier jemand merkt? Alles gut, oder? Alles easy. Aber natürlich. Ich muss aber sagen, ein sehr schönes Ende für Jasper Knight. Sehr unterhaltsam. Zumindest für den einen oder anderen hier unter uns. So. Wir nehmen schnell den Ausgang. Geh, Mission beenden und... Congratulations, boom. Agent. You are cleared for field duty. Gratuliere, Agent. Sie sind damit zum Feldeinsatz ausgesprochen worden. Das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr nice. Abschlussprüfung mit Bravour bestanden, oder? Jetzt kommt nämlich an noch... Ja? The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. Miss Burnwood hat alles richtig gemacht. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. Untertauchen? We'll contact you. Och Mann. And so does. He played his hand and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind, no name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. Ooh! Agent 47. Agent 47! Boom! Oh, ich würde mir so gerne eine Scharfschützenmission durchführen. Oh, so gerne. Ist das Sushi, ja, oder? Bestimmt wird jetzt dadurch vergiften. Agent, was ist das? Ach, das war dieses... Okay, das war Fischgift oder so, kann man das so sagen? Auf jeden Fall war das Gift. Ja. Oh, Hitman. Hitman! Ganz aggressiv hier. Hitman, Hitman, Hitman. Wie kann man diesen Mann denn stören? Bitte. Hitman. Auch noch mit einer Klavierseite. Oh mein Gott. Ey, ich hab Gänsehaut bekommen, Mann. Krass. Warum schießt er einfach in ein Spiel rein? Oh mein Gott, genau zwischen die Augenbrauen. Oh. Others have risen. Auch doch nicht die arme Frau. Agent, ich bitte dich. Does the ICA? Does your handler?
bald genius. I live in that world. Boah, sieht das alle. Quietschente? Warum war da eine Quietschente? I've seen the consequences. Naja. Felt the cost. Jeder hat so seine Geheimnisse. That's what defines me. Boom. Ist das sexy gewesen, ey. Ist das sexy gewesen. So, kommt jetzt eine neue Mission oder wie sieht's aus? Ah, okay, gut. Wahrscheinlich kommt jetzt die Mission mit Showstopper hier. Ich würde sagen, damit die Folge nicht allzu lange ist, würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Ciao.